Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem kleinen Draw My Year. Yeah, ich dachte mir, ich bin jetzt auch mal so ein kleiner YOLO-Swag-Hipster und mache ja auch mal so ein Draw My Year, weil es ist dieses Jahr echt krass viel passiert und ich habe ja sowieso kein Draw My Life gemacht und deswegen dachte ich mir, mache ich halt ein Draw My Year. Yeah. Eigentlich dachte ich ja, dass 2013 gar nicht zustande kommt, weil 2012 meinten ja die Mayas, ey, passt auf, da kommt so ein Meteor und der wird euch dann alle vernichten und dann macht es Bang, Bang, Boom und dann wäre die Erde kaputt. Ja, war vielleicht Gott sei Dank dann doch nicht so, weil dadurch habe ich dann ganz viele neue Leute kennengelernt. Ja, okay, das sieht echt aus wie das MySpace-Logo. Dadurch habe ich ganz viele neue, coole Leute kennengelernt, muss ich echt sagen, und viele Erfahrungen gesammelt durch dieses Jahr 2013. Yes. Ja, aber ich würde sagen, springen wir mal ein bisschen zurück, gehen wir mal zum Anfang 2013, das war der Januar, gehen wir dort mal zurück. Was war denn da so los? Ja, da hatte ich, dort war ich auf dem Kanal The Next Mag noch aktiv. Ziemlich aktiv, dort habe ich ganz viele Videos produziert und hat mir natürlich auch Spaß gemacht und was stand da unten? Egal. Ja, aber durch Videos wie GTA Real Life oder zum Beispiel Minecraft Real Life kamen zwar viele Zuschauer, allerdings nicht so die richtigen Zuschauer. Ich bekam echt viel inaktive Abonnenten und ich bekam auch richtig viel Hater, die meinten, ey, du bist schlecht, du bist dumm, Arschloch, kein Plan. Die meinten das alles zu mir. Aber ich lasste mich von denen nicht unterkriegen und produzierte weiter, trotz der schlechten Quote. Ja, und deswegen drehte ich einfach, weil es mir Spaß macht. Und ja, das da oben sollte eine Kamera sein. What the fuck? Egal. Ja, ich hatte dann schon richtig viel Videos auch und auf den Nextmark und irgendwann kam es dann auch schnell zu 3000 Abos, was für mich echt so ein kleiner Meilenstein war, weil das hätte ich mir nie gedacht, dass 3000 Menschen mit mir einen Weg gehen und da war ich natürlich richtig excited. Zu dieser Zeit hatte ich dann auch schon mein Team, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also das sind Leute, die mir bei Videos helfen. Was soll das sein? Das sind zum Beispiel Mo, Lo, Enzo und Niki. Pete kam später dazu, aber dazu später mehr. Ja, diese Menschen halfen mir bei Videodrehs oder so manchmal. Und dafür danke ich natürlich jeden Einzelnen von euch. Ihr seid klasse. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, am meisten hat mich mein Bruder unterstützt, indem er mir einen übelsten Druck aufgehetzt hat. Er hat oft solche Sachen gesagt wie, ey, du musst jetzt ein Video drehen oder so irgendwas. Hat mich auf jeden Fall trotzdem geprägt, weil ich brauchte diesen Druck, um weiter Videos zu machen, um weiter Spaß zu haben. Keine Ahnung, das ist komisch bei mir, weil sonst liege ich oft auf der faulen Haut, wenn ich keinen Druck habe. Aber Gott sei Dank hatte ich diesen Druck von meinem Bruder. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Bro. Ja, durch ihn hatte ich dann natürlich auch ganz, 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 ganz viele neue Videos gedreht. Ich habe mich tierisch in meinen Kanal reingehängt. Ich hatte zum Beispiel neue Ideen für Kanaldesigns, habe mir die machen lassen, weil ich das nicht kann. Und habe auch meinen Kanal ein bisschen promotet und wie gesagt eben auch ganz viele Videos gedreht. Habe ich also richtig viel Zeit reingesteckt. Trotzdem allen ging es recht langsam bergauf. Es ging zwar bergauf, aber alles recht langsam. Und irgendwann kam ich dann mit Christoph Krachten von Klicksum via Facebook ins Gespräch. Und er guckte sich dann irgendwann meine Videos an. Und aus einem Grund, den ich bis heute nicht kenne, ganz ehrlich, fand er sie gut und wollte mich in ein Netzwerk holen. Und ihr könnt dreimal raten, welches Netzwerk das war. Ganz genau. Mediakraft. Wow. Natürlich wusste ich wie jeder andere, Mediakraft ist ein sehr umstrittenes Netzwerk, weil es ganz viele Leute gibt, die eben meinen, ja, Mediakraft, das ist eine echt gute Sache, geh dorthin. Aber dann gibt es auch andere Leute, die meinen,
ey, Mediakraft, nee, das ist ein blödes Netzwerk, geh da nicht hin. Somit wusste ich nicht ganz, wen ich glauben kann. Und ich bin drauf gekommen, dass ich eigentlich am besten mir selbst glauben sollte. Deswegen recherchierte ich und bildete mir meine eigene Meinung. Und dann war es soweit. Mir hat das Netzwerk echt gefallen und dann bin ich zu Mediakraft gegangen, was ich bis heute echt nicht bereue. Gut. Der Nextmark konnte trotzdem nicht bleiben, auch wenn ich jetzt zu Mediakraft ging. Ich wollte, wenn ich jetzt bei Mediakraft bin, alles nochmal neu machen, alles vom Start. Einfach komplett neu nochmal durchstarten, weil es war sowieso so, dass der Nextmark sehr viele inaktive Zuschauer hatte und zu der Zeit auch beim anderen Netzwerk war. Und somit machte ich einen neuen Kanal auf. Und ich hatte lange Zeit keinen Namen für den Kanal. Irgendwann kam ich dann auch durch Facebook mit meinem damaligen YouTube-Freund Hans von Strandkopf TV ins Gespräch und er schlug mir den Namen Nextastic vor, den ich bis heute habe. Ja, ich eröffnete den Kanal ganz easy cheesy, peasy, easy. Und anfangs ging das mit den Abos halt richtig, richtig langsam. 1, 2, 3, 4, 5, aber alles ganz langsam. Ich war es richtig nicht gewohnt, so wenig Abos zu haben. Also wenig in Anführungsstrichen. Und ja, mein Ziel war es zu dieser Zeit, dass ich jede Woche ein Video hochlade. Und zwar war mein Ziel jeden Montag. Und das habe ich auch geschafft. Naja, fast zumindest. Oft habe ich es nicht geschafft. Aber trotzdem hatte ich dann zu dieser Zeit 2000 fucking geile Abonnenten. Yeah, und ich habe mich natürlich richtig gefreut. Ja, und dann stand auch schon das größte Erlebnis für mich 2013 an. Und zwar der Video Day, ja, in Köln. Und somit flog ich, mit dem Flugzeug natürlich, wie sonst, von Österreich nach Köln, also nach Deutschland. Und ich war noch nie in Deutschland, ich war richtig aufgeregt und ich wusste sowieso, Köln ist so die YouTube-Stadt. Und ich habe mich richtig gefreut, weil ich auch von allen wusste, die schon mal auf dem Video Day waren. Boah, der ist einfach awesome. Und das war für mich echt so das Krasseste in dem Jahr. Weil ihr müsst euch vorstellen, da waren einfach mal so, keine Ahnung, mehr als 9000 Leute, die einfach nur darauf gewartet haben, dass ihr Lieblings-YouTuber auf die Bühne kommt und irgendwas performt. Und wow, und ich war einfach mittendrin. Also, das war echt unglaublich. Ja, also den Tag werde ich so schnell nicht vergessen, weil ich wusste bis dahin auch noch nicht, dass YouTube so großes Medium ist, dass so viele Leute jetzt YouTube-Videos machen wollen und so viele YouTube-Fans gibt, das wusste ich alles nicht. Ja, die Tage sah ich auch das erste Mal Sven, Steven, Tim und Marvin live, weil die kannte ich schon richtig lang, so ein Jahr oder so, weil ich skypte dann immer jeden Tag mit denen und dann sah ich die das erste Mal live, das war natürlich für mich richtig cool und ich schloss die auch ganz schnell ins Herz. Das waren alles echt geile Menschen. Was steht da? Keine Angst, das Video ist bald vorbei, aber bleibt bitte noch dran. Ja, wir haben richtig viel Scheiße gebaut zu der Zeit. Ja, eigentlich haben wir nur Scheiße gebaut, aber es hat uns einfach Spaß gemacht. Und die Tage werde ich echt nicht vergessen. Das war richtig cool. Am Video Day habe ich auch das erste Mal Autogrammkarten verteilen dürfen. Das war für mich auch ein unglaubliches Erlebnis, weil da kamen plötzlich Leute zu mir, die meinten, ey Marc, kannst du mir ein Autogramm geben? Und ich so, lol, was? Aber ich kam dann auch ganz schnell rein. Am nächsten Tag haben wir dann mit Bullshit TV den Luchis, ich meine natürlich Lochis, ein Video gedreht. Und somit lernte ich die auch ein bisschen kennen und das sind auch alle ganz coole Typen. Also alles echt coole Menschen. Und dann war es schon wieder Zeit, zurückzufliegen. Und dann stürzte ein Flugzeug. Es stürzte. Es explodierte. Es passiert für vieles. Viele Menschen starben. Fast alle. Und die Menschen, die nicht starben, verwandelten sich in Blut. Zombies. Ich hatte eine neue Bestimmung. Ich als einziger Überlebender sollte diese Zombies vernichten! Ja, okay, der letzte Teil war vielleicht ein bisschen gelogen. Ihr müsst ja auch noch dranbleiben. Es kommen noch ein paar coole Szenen. Und es steckte viel Arbeit drin. Ja, zurück
musste ich auf jeden Fall ins Alpenland, ins Jodelland oder so, keine Ahnung, was die da alles machen. Bei uns ist das nicht so. Und ich produzierte und produzierte, weil ich richtig viel Motivation hatte. Und ganz schnell kamen dann auch schon wieder die ersten 3000 Abos auf dem neuen Kanal. Und das war natürlich für mich auch so ein richtiges Highlight, weil ich wusste, ich mache meine Sache nicht ganz falsch. Doch irgendwie, wo es ein Hoch gibt, gibt es auch ein Tief. Und so gingen plötzlich die Klicks ein bisschen zurück. Abonnenten kamen auch nicht mehr so krass. Ja, ich würde sagen, es ging einfach nicht mehr so richtig. Pete kam zu dieser Zeit auch zu uns, in die Crew, wenn man das so sagen kann. Und ja, irgendwann hatte ich dann eine Parodie gemacht zu Dear Darlin und habe die dann auch hochgeladen. Der Text war zu Google Plus, weil das war zu der Zeit echt ein großes Thema. Da haben sich alle drüber aufgeregt. Und ja, ich guckte dann am Abend rein und es war unglaublich. Also Waititi, Apecrime und die Luchis, ich meine dann natürlich die Lochis, haben mein Video geliked. Und somit kamen auch ganz viele neue Zuschauer und Abonnenten, die echt treu geblieben sind bis heute. Ich lernte 2013 ganz viele Leute kennen. Zum Beispiel die Alpaca Gang. Alpaca for President! Yeah! Und auch sonst ganz viele andere Leute. Durch 2013 habe ich auf jeden Fall eins gelernt. Es gibt immer ein Hoch und ein Tief. Und man kann ein Tief nicht unterdrücken. Man kann nur versuchen, schnellstmöglich aus dem Tief wieder herauszukommen. Und weiter zu kämpfen. Vielen Dank an 2013, krasses Jahr. Ihr habt mir so viel Freude gemacht, ohne Witz. Ich hatte lang nicht mehr so ein geiles Jahr. Und ich hoffe, 2014 geht's geil weiter. Ich werde Neues probieren, ich werde Neues wieder abschaffen. Es wird einfach ein geiles Jahr. Ich hoffe, ihr geht mit mir diesen Weg. Und ansonsten würde ich sagen, danke 2013. Jo Leute, das war schon wieder mit meinem kleinen Drama hier. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall weiter Nexesti gucken. Entweder ihr guckt euch hier unten das Drama hier von Stevanian an, sehr zu empfehlen. Oder ihr guckt euch hier unten die letzte Parodie an. Ansonsten wünsche ich euch noch ein geiles 2014. Es wird bestimmt nice. Und ansonsten sehen wir uns am nächsten Dienstag. Riecht meine Stinkesocken. Na, stinkt.